Und Graz wurde ja sehr viel bombardiert. Wo waren die meisten Einschläge? Eher in der Innenstadt oder? Es war im Herz-Jesu-Viertel, es war am Schönergürtel, weil dort auch das Gaswerk war. Es war Bahnhofgegend, es war die Wiener Straße, dann der Bahnhof natürlich und auch die Kasernen. Es ist aber auch Privatgrund getroffen worden dadurch, weil ja die Kasernen auch in der Gegend irgendein bewohnter Gebiete gestanden sind. Nicht? Und wie haben Sie die Bombardements erlebt? Sind Sie da immer in die Schutzkeller gelaufen oder haben Sie sich sonst wo versteckt? Das vom 1. November, das Bombardement, das sehr arg war, das war, da war ich im Keller von der Handelsakademie, wurde dann geholt nach Hause. Unser Haus war nicht direkt getroffen, aber schwer beschädigt. Der ganze Dachstuhl abgedeckt durch die Bomben. Und es war zwischen dem nächsten Gebäude, das ein Militärgebäude war, ein Riesenkrater. Ich kann nur sagen, dass dann auch in der Lazarettkaserne und dort in der Gegend ziemlich viele Treffer waren und Häuser, auch Privathäuser getroffen waren.